So, hallo und willkommen zurück zur Skat-Weltmeisterschaft im großen Finale. Serie Nummer 3 für mich, die fünfte, die angeboten wird heute an einem Sonntag. Bisher muss ich sagen, waren die Ergebnisse nicht besonders gut. Einmal 900 irgendwas, einmal 700 irgendwas. Das ist jetzt natürlich kein optimaler Start, aber auf der anderen Seite muss ich auch sagen, habe ich kaum Fehler gemacht. Ja, also die Spiele, die ich verloren habe, die hätte man über die Drückung gewinnen können, über eine andere. Die ist aber nicht eindeutig gewesen. Gereizt habe ich, denke ich mal, alles in Ordnung. Und ich habe ein Gegenspiel meinem Namensvetter in der letzten Liste geschenkt. Ansonsten spiele ich einigermaßen, bin ich einigermaßen zufrieden mit dem, was ich spiele. Ein richtiger Lauf hat sich halt noch nicht eingestellt, aber kann ja noch kommen. Vielleicht ja sogar direkt jetzt in der dritten Serie, die in wenigen Sekunden beginnt. So. Mal sehen, wen ich an den Tisch bekomme. Ode Passmann und Michael Pfeiffer. Dirk Passmann ist irgendwie ein sehr guter Spieler. Ich weiß gar nicht, ob Weltmeister oder. Das weiß alles Jörg. Ich bin da nicht so tief drin. Aber auf jeden Fall. Mui Stärke. Starke Stärke. Naja, aber vielleicht gibt es ja den Lauf. Auf jeden Fall kommt Dirk zu spät. Hab jetzt auch zuletzt nicht in die aktuellen Ergebnisse geguckt, aber ich mach's dann vielleicht ab Serie 5 oder so. So, alles korrekt eingestellt anscheinend. Jo. Dann schauen wir mal. Dirk sitzt also links von mir, hat die 18 gehalten. Und mit der Karte kann ich auch nicht mehr sagen. Dann wird es wohl ein Herzspiel werden. Das. So war auch mein Gefühl. 7, 8, 7, 10, 9. Ich werde mal 0 anreizen. Ich krieg's direkt, erstaunlicherweise. Da liegt auch wirklich nur Müll drin. Sowohl für meinen 0 als auch um Farbspiel zu verbessern. Insofern werde ich wohl den 0 so spielen müssen. Scheint mir am erfolgsversprechendsten. Wenn die 8 schon wieder blank war, dann war es schnell erledigt. War Gott sei Dank nicht blank. Na, aber in Kreuz findet da leider den Weg. Ja, hätte ich ein Kreuz und ein Karo drücken müssen, dann hätte ich gewonnen. Na gut, den 0 darf man mal verlieren. Hier in Vorhand. Nicht stark genug. Ich mach mal lieber Kreuz. Die Herzlinge jetzt hier aus Hinterhand öffnen ist irgendwie nicht so zielführend, glaube ich. 14. Oh, habe ich doch einen ganz guten Aufschlag getroffen. Ein Riesenspiel.
So, das Ding sieht mir nach einer Reizung aus. Oh, aber Dirk reizt mit. Muss auf jeden Fall über den Null reizen. Hab ja hier schon einen Grang-Ansatz. 24 ist er weg. Ja. Dann wird er wohl den Kreuz gereizt haben. Ich muss jetzt irgendwie versuchen, den Grang zu gewinnen. Wird wahrscheinlich nicht so leicht. Zwei Buben dagegen, Kreuz, drei oder vier. Ja, das ist ganz gut eigentlich der Aufschlag für mich. Heißt der 10 ist rechts. Ja, wenn die Buben verteilt sind, dann habe ich direkt gewonnen. Die Frage ist, ob ich es riskieren will, die jetzt zu spielen, den alten zu spielen. Dann kann ich sonst nämlich später abgezogen werden. Naja, ich ziehe ihn trotzdem. Ah, sehr gut, dann. Dann sollte das ja wohl ohne große Probleme nach Hause gehen. Hier nehme ich mal raus und spiele runter weg. Oh, war nicht gut. Wie viel haben sie denn jetzt? 20. 41 haben sie, ne? Ah, der rechts hat ja wirklich alle Zehner und was weiß ich. Krass. Ah, Mittelhand. Zwei Asse, zwei Buben und eine 10, sag ich mal 18. Gut, dann bin ich weg. Wenn hier mitgereizt wird. Na, ich bleib mal drunter. Vielleicht spielt er Karo nach. Genau. 21. Ich glaube, ich muss irgendeinen Ass spielen. Ne? Hm. 42. Ah, hätte ich das andere doch spielen müssen. Schade. Ah, schlechter Fehler von mir. Hat er zwei Luschen auf der Hand? Wahrscheinlich hat es 10 gedrückt. Nicht mal das, ey. Da hätte Herz Ass ja direkt gewonnen. Ah, trotzdem 60. Gott sei Dank. Gott sei Dank, trotzdem 60. Sonst hätte ich mich wieder noch mehr geärgert. Hat er ja gerade echt wirklich eine Graupe gehabt, ey. Karo, Ass, Lusche und dann noch zwei Luschen. Und nichts gedrückt. Und fünf Trümpfe. Oder? Sechs. Naja. Grausames Spiel und er hat sogar fast noch gewonnen. Uiuiui. Uiuiui. So, was jetzt hier passiert? 46 wurde gereizt. Von Hinterhand. Und dann gepasst. Tja. Und jetzt wird Grang gespielt. Hm. 22. 36.
Schade, schade. Geht dann nur, wenn die Jungs nicht verteilt sind. Auf einer Hand stehen. So, dann hat er noch einen Jungen anscheinend. Okay. Big Dame macht wohl den einzigen Stich hier, oder was? Er hat doch nur einen Jungen. Naja. Dann weiß ich auch nicht. Ging es, glaube ich, trotzdem nicht. So, jetzt werde ich hier mal aus Mittelhand leider, aber so ein bisschen was habe ich ja. Mal sehen, dass ich auf 30 gehe damit. 23 wird gepasst. Okay. Ja, das ist nicht so toll. Ich kann 8 Augen immerhin drücken. Aber ist natürlich echt kein gutes Spiel, ne? Da bin ich schon darauf angewiesen, dass irgendwann mal Herz auf den Tisch kommt, beziehungsweise ich tatsächlich genügend Volle stechen kann. So, das sind schon mal 30. Den muss ich jetzt riskieren. Den Abstich. Ja, hat nicht geklappt. Aber wenn ich das nicht riskiere, dann. Oh. Krass. Ja, ich glaube, dann kann ich es nicht mehr gewinnen. Naja. Nur ein Trumpf rechts. Dann geht das ja eh nicht. Ja, das sage ich immer nix. Ja, kein guter Anfang. Finde ja schon, dass man den reizen kann gerade. Aber nach der Skatfindung ist schon klar, dass da irgendwas nicht besonders gut sitzt. So, Kreuz. Naja. Probieren wir es mal mit Karo. Der Bube ist noch links. Soll ich jetzt das Herz Ass schmieren deswegen? Um raus zu sein, mache ich mal nicht. Ich guck mal, ob's. Oh, da ist noch ein Trumpf. Trümpfe. Tja, was machen wir denn jetzt? Kann alles falsch und alles richtig sein. Da, Kreuz. Irgendwie war ich jetzt bei den Trümpfen nicht mehr so dabei, aber na gut. Herz Ass reinschmieren reicht jetzt auch nicht. So, hier kriege ich direkt für 18. Da liegt ja mal ganz gut drin. 14 zum Kreuz.
36, 40, 51, 65. So. Jetzt ist eine Kühe. Und sogar den Schneider geschafft. Ah, in Mittelhand. Ich heb mal über den Karo einfach. Ja. Und schon habe ich es an der Backe. Naja, immerhin noch ein Bube drin. Aber es wird ähnlich schwer. Kreuz. Vierzehn plus 18, 22. Links müsste eigentlich noch ein Karo mit haben. Oh, ich habe ja keinen gedrückt. Und sonst wäre nicht mit der 10 raufgegangen. Sechsundzwanzig. Scheiße. 43, 53. Jetzt ist er gewonnen. Gut. Es ist ein ganz schöner Struggle, ein Drittel gleich rum, aber wie gesagt, keine leichten Spiele bisher. Kreuz 20 wurde gereizt, ein Herz habe ich leider nicht. Ich glaube, dann fange ich mal so komisch an, mache ich eigentlich selten unter Ass und 10, aber. Dadurch, dass ich kein Herz habe und Karo irgendwie sehr aussagelos ist, sage ich jetzt mal. Naja. Ah, 49. Oh. 53. Den sollten wir doch irgendwie gewinnen können. Ach du Scheiße, was war denn jetzt mit dem Buben? Muss ich nehmen. Na, er hat noch den alten links. Ne, er hat den alten. Ja, dann geht's auch. Den kriege ich auch noch. Na, wenn er jetzt den alten noch gehabt hätte, wäre es nicht gegangen. Ja. Da kann er einen Grand Hand spielen. Ne, schaut rein. Sechzehn. Dreißig, 36. Ich bin mal den König hier. Ah, hätte ich sie wahrscheinlich auch getan. Aber die vier Augen wären es nicht gewesen. Ne. Sieben Augen haben gefehlt. So, jetzt aber mal hier zum Grand. Ja, das sieht doch gut aus. 13. Und minimale Schneiderchance gibt's auch noch.
Machen wir mal so. 15, ja, das sieht gut aus. 25, 29, naja, wenn jetzt nochmal. Ne, kommt nicht. Ich sage, wenn nochmal Pik kommt, dann kann er vielleicht den Überstich machen mit dem Pik Buben, wenn er den da links hat. Interessante Karte. Soll ich den 0 damit werde ich mal reizen? Muss ich zwar zwei gute finden, aber. Ah, ich komme hier nicht dran. Manchmal liegen die beiden roten Asse und ist auf einmal ein ziemlich cooles Kreuzspiel. Aber ist auch nicht so oft natürlich. Oh, Karo Hand, interessant. Herz gereizt von ihm. Na, ich gehe schon auf den Abstich, denke ich, hier mal probieren. Na, hat er leider einmal mit. Ist natürlich bitter. Blanke 10, blanker König. Reicht trotzdem. Das scheint mir nicht stark genug. Müsste er sogar noch einen Pik mithaben eigentlich, oder? Drei Kreuz. Ja. Den hat er noch mit. Die 10 hat er niemals oben. Könnte jetzt auf den Abstich Kreuz Ass direkt gehen, aber es ergibt, glaube ich, nicht so viel Sinn. Muss ich jetzt eigentlich nicht mitgezählt, ob ich jetzt die 10 legen muss oder nicht? Wahrscheinlich schon. Na, war relativ egal. Ist auch zu dünn. Ja Mensch, Karten kommen nicht gleich Halbzeit hier. Dümpel bei 300 Punkten rum. Immerhin konnten wir dem Passi Manny ein paar Spiele abnehmen, aber bringt mich natürlich jetzt auch nicht sehr weit vor. Karo. Sechs Trümpfe. Haben wir ein Kreuz beide geschnitten, ey. Krass. So, jetzt hier mal ein bisschen Grangansatz zelebrieren. Hintern sagt trotzdem 18, aber dann kriege ich es schon. Ah, sehr gut, da ist noch das Ass. Ich glaube, das reicht mir für den Grang. 10. Nur die Frage, ob ich hier mit dem Buben starte. Eigentlich kann ich mit dem Buben starten. Ich habe ja zwei Kreuz gedrückt.
Das heißt, es sind noch 5 draußen. Es wird doch nicht einer 5 Kreuz haben, oder? Ja, ich glaube nicht. Ich glaube, mit dem Buben starten ist okay hier. 5 Kreuz auf einer Hand, da hätte man doch eine höhere Reizung als 18 gehört. Gut, er hat halt tatsächlich beide Buben da. Okay, jetzt muss ich es mal durchrechnen, ob es reicht, wenn ich durchziehe. So, 25 habe ich jetzt. Ja, es reicht. Ich krieg da den König. 40, ja, es reicht. Oh, nochmal direkt ein Anschlussgrang. Den sieht man gern. 20er Reizung. Zwei Luschen drücken zum Grang. Scheint da tatsächlich noch am besten zu sein. Ne? Kreuz geht hier natürlich auch, aber ich denke mal, ich halte jetzt irgendwie mal den Grang für stark genug. Ich skatfuchse nicht mal. Ich spiele jetzt hier einfach Grang. Herz voll ist im ersten, ja, das dachte ich mir beinahe. Siebenunddreißig, 52, 63. Gut. Jetzt kriege ich noch Herz 10. Ja, ist auch egal, was ich kriege. Was war denn? Ah. Nein! Sie haben den. Achso, ne, die 10 kriege ich trotzdem. Ja, okay. Ja, gut. Der war auch schön. Und gleich noch ein Anschlussgang. Ich brauche mal 3. Ne. Aber zwei blanke 10 zum Drücken, ey. Bin ich ja schon wieder versucht. Na los, ich sag mal eine 18. Und noch eine 20. Okay. Dann gebe ich mich geschlagen. Dann gebe ich mich geschlagen. Kreuz. Okay. Oh. Okay. Schneider free. Naja, Vorhand durchaus mal ordentlich reizbar. Ah, der Passmann ist auch ein offensiver Reizer, ne? Das merkt man schon. Null gereizt, dann habe ich ja Hoffnung. Oh Gott. Was waren das für Hoffnung, die ich da kurz empfunden habe, ey? Die waren ja nicht von langer Dauer. Furchtbarer Skat. Dann wird der Herz auch nicht leicht. Das ist natürlich angenehm. War echt blank, die 10. Ein Pik ist gefallen. Okay. Oh. Kann ich jetzt den auch abgeben? Fallen auch nicht weniger, glaube ich, auf die Kreuzlusche. Gut, der ging ja dann doch noch ganz gut durch.
Zwei Alter, aber sonst nicht viel. Naja, 6 Trumpf, 2 Zehner. Aber beide reizen schon wieder. Na gut, wird vielleicht eine Nullreizung dabei sein? Nee. Na, da bin ich auch weg. 30. Na gut, dann hat Passmann Pik oder was? Oder Nullover? Nullover mit zwei blanken 8. No. Könnte sogar sein, dass wir den kriegen, je nachdem wie viele Kreuz er gedrückt hat. Ja, ich habe hier noch das so eine. Hat hier noch das Rückspiel in Karo. Achso, er hat ja noch, kann ja gar nichts abwerfen. Ja, dann geht's nicht. Ich hab kurz gedacht, er kann irgendwie auf Pik einen abwerfen, aber war ja 2-2. Ja, auch ein Nullansatz. Ich werde den mal reizen. Ist bestimmt nicht so gut, aber es kann auch nicht allzu schlecht sein. Na, die toben sich weiter nach oben hier. Die Tobelaronen. Gang. Drei Buben. 32. Der lohnt sich. Und für mich jetzt auch so ein Ding. Nee. Ah, ey, du. Der reizt halt immer an, ne? Na, kann ich nicht machen. Kann jetzt hier nicht auf einmal Kreuz reizen oder was? Ah, du kriegst eigentlich, glaube ich, echt kaum Spiel für Passe Passe hier in Vorhand gegen den Passmann. Grange, ey. Krass. Der scheint nicht so schlecht zu sein. Drei Buben, fünf Herz. Vier Herz. Und sieben. Und dann noch irgendwas. Pik. Ich glaube, wir haben Maximum geholt. Ja, er hatte halt. Ja, wir haben schon Maximum geholt. Mir fehlt halt seine Kreuz 10. Wenn wir die haben, dann gewinnen wir.
Aber von der Sache her muss er eigentlich trotzdem Kreuz ihn einschieben, damit ich auf die Pik Dame keine schwere Entscheidung treffen muss, ob jetzt die 10 gedrückt ist oder nicht. Aber ändert auch nichts, ich kann maximal den König reinlegen auf die Pik Dame. Raus und gewonnen. Na, ich muss mal wieder reizen. Ich brauche nur ein paar Punkte und zumindest sind das hier 6 Trümpfe mit einer 10 in der Barrikade. Zack. Ah, sehr gut. Da wurde die offensive Quatschreizung mal belohnt. Gewonnen ist das Spiel allerdings auch noch nicht, ne? Wollte ich auch noch mal sagen. Ah, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er mit Pik aufmacht. Ich meine, er hat es gereizt, aber. Na gut. Hätte man vielleicht auch die Piklosche drücken können. +7 sind 22. Es liegt ja relativ brav alles, ey. Schneider. Oh, sehr schön. Siehst du, wenn man für so eine mutige Reizung dann so belohnt wird, dann ist alles okay. Schon wieder so eine 18, die nicht zu verstehen sind. Naja, gut, der Skat ist natürlich dürftig. Aber 10 drücken, Grang. Der sollte doch gehen. Ist hier besser mit Peak zu beginnen? Ne, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist okay so. Spiel 27 läuft. Trotz zwei verlorenen noch halbwegs gut im Rennen hier. Kommt der Abstich. Kommt mein Rückstich. Okay, der Alte sitzt links. Dann. Ist das so? Tja, dann hätte Bube aus Spiel, wäre sogar Schneider geworden, aber gut. Geht natürlich nicht. Nicht. 22 und dann gepasst. Auch schon wieder interessant, wo ich selber 3 Pik habe. Ja, mal gucken. Jetzt gucke ich nicht. Kreuz. Ja, dann spiele ich jetzt Pik, die Reizung. Ah. Ich glaube, ich spiele noch mal den Schuss. Es ist
Denk mal, jetzt hat mein Partner einen Trumpf noch. Der Alleinspieler hat noch zwei, ne? Oh, nee, doch nicht. Krass. Ja, dann ist jetzt Rest bei mir. War bei uns. Ah ja, guck an, so saß die Karte also. Na dann. War es tatsächlich nicht so schlimm, dass ich ihn nochmal. Also wäre besser gewesen, hätte ich nicht nochmal ihn auf Schuss angespielt, aber sowas auch okay. Und jetzt hier wieder ein dicker Gang. Auch mal ein dickerer, ein paar mehrpunktiger. Sehr wunderbar. Jetzt ist die Frage, ob ich lieber hier die Kreuz 8 drücke, in der Hoffnung, dass dann die Schwarzchance höher ist. Werde ich mal machen. Weil Schneider ist ja immer. Und so. Also es sei denn, es kommt jetzt irgendwie Herz raus und Abstich. Ansonsten ist quasi Schneider ja immer mit einem Stich. Und vielleicht suchen sie halt eher die Kreuzlusche. Aber jetzt wo Karo rauskam, ist es schon ein bisschen unwahrscheinlich. Jetzt werden sie auch Pik halten, nehme ich an. Einer muss ja Pik und einer muss Kreuz halten eigentlich. Das ist die normale Situation. Und so haben sie es auch gemacht. Fantastisch. Das war aber ein gutes Spiel hier, was mich groß dicht an die 1000 ran katapultiert und direkt schon wieder, ey. Krass. Da muss ich fast wahrscheinlich sogar mal im Skatfuchs gucken, ob das ein Gragen ist. Alter, jetzt muss ich direkt gucken, weil der hier mich hochreizt über den Herz-Hand hinweg. Krank. 89% krank, Alter. Da muss ich den auf jeden Fall reizen. 89% Gang. Oh, ich krieg's sogar für 30. Okay. Das ist ja scheiße. Dann wird's jetzt wahrscheinlich doch nur das Herzspiel. Guck ich mal, was der Skatfuchs mir sagt. Ja, Gang hat jetzt mit der Findung nur 77%. Das ist zu öde. Dann spiele ich den Herz. Immerhin, hätte er höher gereizt, hätte ich jetzt den Gragen spielen müssen, wäre wahrscheinlich nicht so toll geworden. Okay. Ja, vier Trümpfe dagegen halt. Aber gibt Schlimmeres. 15. Spiel den so. Ah, sehr gut. Wenn die Kreuz 10 fällt, dann ist es gewonnen. Gut, Spiel 30.000 Punkte. Solide. Und jetzt noch ein, zwei Spiele zum Abschluss. Dann kann man mit der Liste insgesamt echt zufrieden sein.
Wieder eine hohe Reizung. Pfirsich. Müsste echt mal gucken, was für Spieler der Dirk da anreizt. Ey, das scheint mir echt mega offensiv zu sein und auch immer krass hohe Reizungen letztlich. Jetzt hat er den Herz gereizt. Ja. Kreuz mit 3. 6 Trümpfe. Wahrscheinlich leider noch Pik Ass dabei. Ja. So ist das. Dann bleibt's bei dem einen Stich. Na, ist ein bisschen dünn. Doch falsch, die Dame reinzulegen. Ich wechsle auf Herz. Lange gezögert, dann wechsle ich jetzt auch noch auf Kreuz. Haben wir alle Farben mal angenudelt. Das hat auch schon mal schön geklappt. Dann hat er. Wir können, glaube ich, hier nur, wenn er noch ein Herz mit hat. Ja. Aber ich glaube, das war schon Maximum. Yes. Ausgezeichnet gespielt. Dread. Ah, dem nehmen wir einige Spieler ab, dem Ducky. Nee, bleibe ich mal weg. Welches Spiel ist das jetzt? Spiel 33. Okay. Great. Sieht mir nach einem starken Gang aus. Ah, drei Buben. Okay. Aus dem Schneider, Passmann 8 zu 5. Gut, hier jetzt nochmal das eine, was ich von den beiden, die ich haben wollte. Aber es wird gereizt ohne Unterlass. Das finde ich so krass, ey. Also, das kann ich mir auch gar nicht vorstellen, dass die halt immer Karten haben. Der reizt wahrscheinlich jeden Ansatz jetzt, der Dirk. Obwohl es ja auch sinnlos ist, ja kein ein Serienturnier. Aber gut. Ja, hier reizt sich dann auch den Pikant halt, ne? Aber kriege ich nicht mal. Krass. Das ist krass, ey. Ja, auf stillen Schneider oder so eine Späße brauche ich den auch nicht zu reizen. Verwunderlich. Dann Nullover jetzt? Aber was für ein Nullover wird das werden? Kreuz? Okay. Einundvierzig haben wir schon. Jetzt haben wir gewonnen. Stehen wir im Herzbuben noch. Genau. Dann spielen wir hier noch Eigenschneider. Hätte er mich mal den Kreuz, den Pikant spielen lassen. Da wäre am Ende, glaube ich, ein bisschen glücklicher gewesen.
Aber wer nicht will, der hat schon. Oder so ähnlich. So, vorletztes Game. War jetzt keins für mich. Aber vielleicht kommt das letzte nochmal rum. Grang. Zwei Buben, zwei Karo. Drei Herz. Die Karte sitzt nach Maß. Auch das neu. Sogar Schneider, ne? Ja. Hat er fast wieder komplett rausgeholt, sein Minusspiel von gerade. So, letztes Game. Nix für mich. Na gut, trotzdem eine sehr erfreuliche Liste, würde ich insgesamt mal sagen. Hier gleich noch ein Screenshot. Gereizt wurde. Wahrscheinlich Karo oder was? Ich fange mal mit Herz unter Maß an. Okay. Das war nix. Aber gut. Schönes Ergebnis, würde ich mal sagen. Mal hier noch ein Screenshot. Gegen Dirk Passmann gewonnen. Der auch direkt den Tisch verlassen hat, ohne Kommentar. Aber gut. Ja, dann würde ich mal sagen, nachdem ich das gespeichert habe, sehen wir uns wieder zur vierten Liste. Wie viele Spielpunkte ich auch habe. Achso, nee, das ist ja immer hier schon addiert. Die gibt es allerdings heute nicht mehr, weil heute wieder mal die Arbeit ruft. Dann also bis zur vierten Liste. Ciao, ciao.